Guten Abend, meine lieben Damen und Herren, und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ja, wie ihr jetzt bestimmt schon im Hintergrund seht, Battlefield Play for Free mal wieder am Start, ne? Und ja, ich muss sagen, das hier ist ein Commentary, sprich, das ist kein irgendwie LPT, das ist kein irgendwie, was hatte ich sonst so gehabt, irgendwie Gewinnspiel oder so ein Quatsch. Nee, das ist wirklich mal wieder einfach nur ein Gameplay, wo meine Stimme hinterlegt ist, und ich muss sagen, das Gameplay ist nicht von mir, das Gameplay ist von Mr. Trollfishface, wollte ich nochmal so anmerken, ne? Kanal habe ich einfach mal unten verlinkt, ne? Ich hoffe, das ist okay, ne? Und ja, es geht einfach heute mal um die Thematik, warum ich denn in letzter Zeit keine Videos gemacht habe und ganz besonders, warum ich kein Battlefield mehr so wirklich gespielt habe, weil ihr werdet es ja schon gemerkt haben, hey, der war gar nicht besonders häufig online, also eigentlich nie. Und er hat auch nicht hier irgendwie großartig gespielt. Ja, das liegt einfach daran, weil mir Battlefield einfach keinen Spaß mehr macht. Um es jetzt einfach mal ganz schnell auf den Punkt zu bringen, es macht einfach keinen Spaß mehr. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel spiele, dann geht es mir nicht unbedingt darum, großartig gut zu sein. Klar, wenn man gut ist, macht es ja irgendwie automatisch noch mehr Spaß, ne? Aber es geht ja irgendwie hauptsächlich darum, irgendwie eine schöne Freizeitbeschäftigung zu machen, die einem auch Spaß macht. So, und das war, als ich Battlefield gespielt habe, einfach nicht mehr der Fall. Wie ihr ja bestimmt alle wisst, stehe ich wegen einer einzigen Zahl auf der Blacklist, nämlich weil ich damals gestatsplittet habe. Weil ich damals nicht easy unnötig Geld in den Arsch schieben wollte. Und dass ich das jetzt so, sagen wir mal, dass das so blöd zurückkommt, das hätte ich damals nicht gedacht. Hätte ich es damals gewusst, dass das passieren wird, dass ich auf der Blacklist dann stehe, dann hätte ich das damals nicht gemacht. Das muss ich einfach ganz klar so sagen. Und ja, ist für mich DG dumm gelaufen. Und ja, wie ihr bestimmt wisst, ich habe jetzt meinen Realschulabschluss in der Tasche mit einem Notendurchschnitt so von roundabout 1,7. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, ist auch Quatsch, ne? Aber Hauptsache, man hat ihn halt, ne? Ich muss sagen, das ist schön, da freue ich mich drüber. Und ich habe mir jetzt noch das Abitur aufgehalst mit zusätzlichen 3 Jahren, in denen ich blöd in einem Klassenzimmer rumsitze und eh nichts lerne, außer Sachen, die ich niemals brauchen werde. Gut, sei dahingestellt, aber damit will ich einfach nur sagen, es sind noch ein paar Jährchen, Leute, die ihr mich habt. Also ihr braucht nicht irgendwie denken, dass ich jetzt nächste Woche aufhöre, Videos zu machen oder so. Ich werde vielleicht nicht mehr so häufig Videos machen und ich werde vor allen Dingen keine Videos selber aufnehmen im Sinne von das Gameplay aufnehmen. Sprich, wenn ihr mir jetzt Gameplay sendet und mit dem Vorschlag, worüber ich reden kann, zum Beispiel Drogen im Alltag, wie bestimmt Drogen mein Alltag, dann kann ich dazu was erzählen, weißt du? Aber wenn ihr jetzt natürlich sagt, ey, deine Gameplay, also sozusagen das Video ist scheiße, es laggt, es ruckelt, weißt du, darauf habe ich einfach keinen Bock mehr auf solche Kommentare, muss ich einfach sagen, habe ich einfach die Schnauze voll von. Und ja, sprich, wenn ihr mir Gameplay sendet, plus irgendwie was, worüber ich reden soll, weil einfach mich hier hinsetzen, irgendwelche gequälte Scheiße reden, das kann jeder. Dafür braucht ihr nicht mich, das könnt ihr selber machen. Und ja, was ich einfach damit sagen will, wenn ihr mir Gameplay sendet und den Themenvorschlag, dann mache ich gerne Videos. Und wenn ihr mir halt jeden Tag 5 Gameplay schickt, dann muss ich halt pro Tag 5 Videos machen. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Aber ich finde es halt auch manchmal seltsam, wie manche Leute gesagt haben, ja, ich setze mich sofort dran, mach dir dein Gameplay und lade es auf YouTube hoch und dann hast du davon bis heute nichts von den Leuten gehört. Das finde ich dann auch ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen, finde ich ziemlich fragwürdig, aber gut, sei dahingestellt, ne? Auf alle Fälle, warum Battlefield mir keinen wirklichen Spaß mehr macht. Das will ich jetzt einfach mal so ein bisschen erklären. Und zwar nämlich, es gibt 3 Wörter oder sagen wir mal 3 Arten von Spielern, die mich einfach aufregen. Erstens Hacker, zweitens Freewire, drittens Admins. Wobei ich jetzt natürlich bei den Admins sagen muss, dass das nur einige Admins sind, nämlich die jünger als 13 Jahre sind. Weil die denken, jawohl, ich kann Leute kicken, ich hab große Eier. So, das denken sie jetzt erstmal, ne? Was überhaupt nicht der Fall ist, ne? Weil sie in Wirklichkeit immer noch 13 Jahre alt sind und genauso eine piepsige Stimme haben und genauso scheiße sind. Weil sobald man diese Leute öfter als einmal killt mit einer normalen Waffe, sagen wir es mal so, also sie haben meistens eine Farmers, ne? Also ich möchte jetzt hier mein konkretes Beispiel bringen, zum Beispiel auf dem Minface LP-Server, das soll kein Negativbeispiel sein, sondern das soll ein positiver Vorschlag sein, wie man es in Zukunft besser machen kann. Man soll vorher im Prinzip einfach mal seine Admins überprüfen. Erstens sollte man auf ein gewisses Grundalter achten.
Weil es war so gewesen, als ich die dann so mal ein paar Mal gekillt hatte, die hatten natürlich alle L85, Farmers G53 mit Level unter 20 gehabt. So, dann habe ich die einfach ein bisschen gekillt und dann wurde ich sofort gekickt. Und die Gründe dafür waren ziemlich skurril, muss ich sagen. Also das eine Mal kam Noob, das andere kam T4G Blacklist, was eigentlich richtig ist. Aber auf dem Server gibt es keine Blacklist, also wäre es sinnlos, dann Leute wegen der Blacklist zu kicken, ne? Und ja, ich fände es einfach schön, wenn da in Zukunft dann drauf geachtet wird. So, ich meine, ich habe dann mit Face drüber geredet, ne? Alles wieder schön geklärt, alles wunderbar, ne? Ich meine, Minfestland hat sich auch irgendwie aufgelöst oder so. Also wer da genau ist, weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben oder mich. Oder dann soll er einfach mal mich kontaktieren oder so, ne? Ja, wäre halt relativ schön, da mal so ein bisschen ein paar Background-Infos zu kriegen. Nicht irgendwie, weil ich da irgendwie sensationsgeil bin, sondern weil ich einfach mal so ein bisschen Bescheid wissen möchte über meine netten YouTube-Kollegen. Weil ich muss sagen, es gibt wirklich YouTuber, die sind wirklich nett. Mit denen kann man wunderbar reden, mit denen hat man Spaß zusammen. Und dann gibt es halt auch so, sagen wir mal, die arroganten Arschlöcher, die halt denken, ja, ich hab 30.000, 40.000 Abonnenten, ich bin was Besseres. Gut, ist jetzt natürlich klar, ich meine, man kann sich nicht um jeden kümmern, aber es geht so ein bisschen um die Grunddingens. Und ja, gerade eben habe ich hier bei Sony Vegas Pro 11 so meinen kleinen FPS-Einbruch, sprich, ich habe das Gameplay nicht komplett ruckelfrei gesehen, aber das ist ja euch im Prinzip scheißegal. Wisst ihr, wie es erzählt, ich mache sowas. Und daran merkt man eben, dass ich nicht irgendwie ein High-Entertainer bin, sondern einfach nur ein Typ mit einem Mikrofon. So, ja, und jetzt sind wir mal wieder total klasse die Themen ausgegangen. Das war's eigentlich, was ich großartig sagen wollte. Klar, Admins. Ich meine, ich fände es einfach schön, wenn die Leute, die Leute dann zu den Admins machen, dass die einfach mal ein bisschen nachprüfen, hat er es wirklich verdient, Admin zu sein, oder will er sich einfach nur unrechtmäßig einen Vorteil verschaffen. Und nochmal zu dem Stichwort Pre-Buyer, warum ich denn so Pre-Buyer so hasse. Es geht darum, weil Pre-Buyer immer meistens, also mal in den größten Fällen, eine, sag mal so, eine sehr, sehr overpowered Waffe gepre-buyed haben. Spricht man pre-buyed sich nicht, was könnte man denn zum Beispiel mal pre-buyen, F2000 oder so, habe ich auch schon gesehen, ne? Aber wenn sich Leute Waffen pre-buyen, dann L85, Farmers, Pechendeck, M82H3. Und das finde ich einfach kacke und ich denke, sowas sollte man einfach unterlassen. Aber gut, es ist ein Free-to-Play-Spiel und wenn dann Free-to-Play zu Pay-to-Win wird, dann ist das einfach kacke und erfüllt dann einfach nicht so ein Spiel. An sich ist das Spiel toll, aber wie gesagt, die Leute machen halt dann mit solchen Sachen ein Spiel kaputt. Tut mir leid. Und Hacker allgemein, dass Hacker scheiße sind, weiß ich selber und das wissen, glaube ich, auch alle anderen. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet zu meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.